In seinem Alter, der fährt eben ein bisschen langsamer. Von wegen der Reaktion. So? Karl ist ja jünger als ich? Ja, eben. Na und? Nur mal weiter. Na, nur wo im Dorf die vielen Fabriken sind, sind wir doch wie eine kleine Stadt, nicht? Und das neue Postamt, das ist ja wohl auch bald fertig. Bist du fällig mit deinem komischen Kabuff? Manche werden ja vorzeitig pensioniert. Und freuen sich denn wie ein Schneekönig. Bloß du, Spinner. Oh, ja. Schwesterherz, war denn Einsin Uhl? Andersrum, Hinde. Ist denn Anansin Nachtigall, nicht? Das wirst du ja wohl wissen, Hanne, nicht? Na ja, reden wir nicht mehr davon. Selbstgemacht ist billiger. Das neue Postamt da auf Erich Erichsons Koppel, das kostet ja wohl 10 Millionen. Ach, Unsinn. Unsinn? Dörte Rohwetter muss es doch wissen, wo ihr Junge doch in der Stadt ist, bei der Deutschen Reichspost. Das heißt Bundespost, Hanne. Das habe ich nur schon 1000 Mal gesagt. Jedenfalls kennt der die alle bei der OPD. Der weiß viel. Ach, hör auf! Man wird ja ganz nervös. Wilhelm hat mit der Oberpostdirektion gar nichts zu tun. Er ist einfacher Zusteller in der Stadt. Genau wie ich hier einfacher Zusteller und Posthalter auf dem Lande bin. Spinner. Ach, was lach. Dort ist Mietze angezogen. Ach, nee, bei der Hitze, was soll der Tüdelkram? Ich will bloß dein Bestes. Ach, lass das doch. Einer Katze Fell muss sein. Bei Rheuma, Mumps und Zipperlein. Ich hab doch kein Rheuma. Aber vorbeugen ist besser als heilen. Ach, wenn Karl das Spitztrick kriegt, ist doch unangenehm. Gar nicht. Kranke Briefträger sind nicht tragbar. Ach, was? Moin, Karl. Moin. Na, so langsam heute? Wohl pensionsreif, was? Na, los, aber genug. So schnell lassen wir uns nicht zum alten Eisen werfen, was, Karl? Richtig. Zwei alte Briefhasen wie wir hüpfen selbst noch ins Grab mit dem Glückwunschtelegramm für des Teufels Großmutter. Ja, ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, was ich so den lieben langen Tag ohne das da anfangen sollte. Na, mir in der Küche helfen zum Beispiel. Marmelade machen. Marmelade. Ich habe hier eine Ecke mehr zu fahren wegen der Sommergäste bei ja, uns. Ja, ist gut, Karl. Wir haben diesmal auch einen Herrn bei uns. Ja, den Lalala. Ein Herrn Streble, der ist Kammersänger. Ja, und spinnt. Johanna. Das ist doch wahr. Hat mich gefragt, mit welcher Hand man Kühe melkt. Fräulein Wiebke, der verdammte Apparat geht einfach nicht. Schimpfen Sie nicht auf die Natur. Es kommt drauf an, wer was macht. Pardon, nur wundert mich nichts mehr. Erichsen. Nicht meine Schuld. Der Apparat ist eben kaputt. Aha. Nun, ich kenne da einen Trick. Sehen Sie, ohne Handschuhe und mit beiden Händen. Guten Tag. Guten Tag. Strebele hat sich etwas übernommen. Passt für mich? Nee, heute nicht. Hansen, Post! Moment, Link! Ungefähr. Na, was ist? Meinst du, ich komm rüber, was? Ich setz nicht einen Fuß auf den Sand von Erich Erichsen. Grübel auf! Hier, Ole Quarkbüdel. Da.
Komischer Kauz. Der hat was gegen Sie. Alter Neidhammer. Was kann ich denn dafür, dass die Bundespost meine Koppe und ich die von Lüth für das neue Amt angekauft hat? Ja, ja, die neue Post. Hier ist der Boden im Trockenen, nur deshalb. Nicht, was ihr so den Leuten einreden könnt. Alles Betrug. Bei dir piep's wohl. Das stimmt. Ich mein doch Erichsen. Mein Gott, schon wieder. Klausen, ich sag dir, der hat seine Pfoten da mit dem Mangel. Lütbeen runter mit dem Preis und das ist die Wahrheit. Und schon war die Sache gerissen. Trockener Boden. Wenn du Beschwerden hast, da sitzt Söning. Der Herr Gemeindevorst, der auch so ein Klausch wieder. Hier hinter. In der Wischensferkelei kriegen die Hamburger ihren Komplex. Und da ist die Wohnsiedlung für die Arbeiter. Ja, was mich als Feuerwehr interessiert, gibt das große Chancen? Natürlich. Anzünden sollte man das Ganze. Dübel. Mal immer schön langsam. Abbrennen. Jawohl. Abbrennen und die Drecksposts zu aller Erd. Dieser Lüt. Immer muss er mit Streichhölzern spielen. Keine Angst, unser Brandchef schläft schon seit langem mit dem Schlauch in der Hand. Was, Kunde? Ja. Wenn die Industrie hier ist, kannst du dir ja einen Wäschekorb umhängen. Viel Spaß. Ich hab da was von Moped-Zustellung gehört. Müsst du doch wissen, Hinne. Ich weiß ja nicht, Tine Ehlers, soll das nur mit deiner Wiebke und diesem komischen Lalala was werden? Oh, da ist gar nicht dran zu denken. Das heißt, wenn dein Willem noch lange die Schüchternheit in Person bleibt, dann ist vielleicht doch dran zu denken. Willem ist grundsolide und tüchtig wie kein anderer, da gibt's gar nichts. Sag mal, kannst du schweigen? Aber der Rottel, wie ein ganzer Friedhof. Der Jung kriegt jetzt sogar ein nagelneues Moped, braucht er nicht mehr jeden Tag mit dem Bus in die Stadt. Und ist er erst hier an der neuen Post, kann er den Fahrbahnuntersatz auch gut gebrauchen. Tine Ehlers, du wirst schon sehen und staunen. Na? Ist er nur eine Partie für deine Wiebke oder nicht, hä? Moin, die Damen. Für jede etwas. Können Sie schweigen? Ja, warum denn? Wird Sie interessieren? Der Willem Rohwedder, der lässt sich an unsere neue Post versetzen. Der Antrag läuft schon, er wartet nur noch auf den Bescheid. Und als Zusteller mit dem Führerschein, da kriegt er auch ein Moped. Gut für Sie, was? Na, da kommen Sie früher als gedacht zu Ihrem sauer verdienten Lebensabend. Sie freuen sich ja gar nicht. Na ja, ist ja noch nichts entschieden. Herr Hansen? Müde? Oder ist was? Müde? Ich? Das verflixte Schuhband geht mir immer auf. Es ist zum Verzweifeln. Herr Kruse, Sie als Lehrer werden das ja wohl wissen. Na, was gibt's denn? Kann ein Beamter so ohne weiteres vorzeitig pensioniert werden? Ja, unter gewissen Umständen schon. Na Mensch, Hansen, das ist doch keine Schande. Sie haben doch weiß Gott... Nein, es handelt sich nicht um mich. Karl Piepert, der mir die Post immer bringt, für den ist das ein Problem. Na, dann sagen Sie ihm doch, er soll an seine vorgesetzte Dienststelle schreiben und anfragen. Ich schreibe an Tante Minchen einen Brief. Warum schreibst du denn an Tante Minchen?
Die wird sich zu Tode erschrecken. Ist doch noch nicht Weihnachten. Ach, Weihnachten oder nicht. Ach, lass mich doch zufrieden. Herein. La, 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 la. La, 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 la. Oh Gott, Hinne, guck mal! Die ganze Künstlerhose ist hin! Stacheldraht, nicht so wichtig. Nett haben Sie es hier. Ja, mein kleines Reich. Ist nun leider bald vorbei. Kennen Sie den großen Mann der Deutschen Post? Mein Vorbild. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich will Sie nicht stören. Sie haben sicher was Wichtiges zu tun. Ach ja, na, ich schreibe gerade in einer dummen Angelegenheit an das Postamt. So ernst? Wo drückt denn der Schuh? Ja, wissen Sie, wenn man so fast 50 Jahre durch das Dorf gestrampelt ist, bei Wind und Wetter, oh, verzeihen Sie, bitte, ich bin heute nicht ganz da. Danke, das hier ist leichter wegen der Stimme. Tschüss, ich mal. Vielen Dank. Sehen Sie, Herr Kammersänger, was würden Sie sagen, wenn man Sie plötzlich nicht mehr singen ließe? Ein schrecklicher Gedanke. Nicht wahr? Ein Beruf, also ein wirklicher Beruf, das ist eben ein Beruf. Mein Gott, wie recht Sie haben. Man kann mich doch nicht so, mir nichts, dir nichts zur Seite schieben, 2 Jahre vor der Altersgrenze. Ich habe mir doch nie etwas zu Schulden kommen lassen, mein Gott. Hat man Sie denn schon... Ich meine... Das nicht, aber da ist die neue Post und so verschiedenes andere. Das gibt zu denken. Dieser verdammte Köter. Wie bitte? Wiebke Illers Dackel. Der kleine Dackel vom Fifi. Ei, ei, Sie kleiner, schwere Nöter, Sie. Tante Minchen. Guten Tag, Frau Wittke. Guten Tag, Herr Kammersänger. Warum so schüchtern heute? Kommen Sie doch näher. Ein Loch genügt. Ach, Fräulein Wiebke, könnten wir uns nicht mal sehen? Ohne den da? Aber gern. Sonntag vielleicht? Wann immer Sie wollen. Also Sonntag um 6 bei der neuen Post. Tschüss, Willem. Sei pünktlich. Dankeschön, Hansen. Endlich. Ein wichtiger Brief für mich vom Amt. Aber der ist doch für Willem. Tatsächlich. Tag, Frau Ölmüge. 60 fertig kriege ich. Mein Gott, Hansen. Hätte doch auch Kurt mit dem Wagen holen können. Wie, was? Hat doch heute Abend Zeit. Ja, ist vielleicht was Verderbliches drin. Und da ist es besser, Sie kriegen es gleich. Mein Gott. Ja. Stimmt. Danke. Nee, lass mal. Ich trage es Ihnen ins Haus. Nein. Nee, das lasse ich mir doch gar nicht nehmen. In Hinrich Hansen steckt immer noch mehr drin, als manche sich das vermuten. Also, wie habe ich gesagt, wenn du das tust, Wiebke, also ich kann das sagen, dann... Tine, es hat geklappt. Na, großartig, gratuliere. Ja, und auch Ihnen, Herr Hansen, Ihnen kann man dann ja wohl zur Pensionierung gratulieren. Dunkelrote Rosen schenk ich, schöne Frau,
Und was das bedeutet, wissen Sie genau. Oder nicht? Aber nicht hier. Ist was? Was soll denn sein? Vielleicht hat Tante Minchen noch nicht geschrieben, ob sie dich nur pensionieren oder nicht. Hast du schon wieder geschnüffelt? Dreimal darfst du raten. Aber Herr Kammersänger, bitte. Ich weiß wirklich nicht, was Sie an mir finden. Sie haben so viele Gesichter. Kuhmarkt. Große Dame. Genug, das langt, Herr Strebele. Ihr Heiratsantrag ehrt mich ungemein. Wie, was? Ich verstehe Sie nicht. Tu nicht so. Du verstehst ganz genau, was gemeint ist. Sie hören schon meinen Brief. Wilhelm. Hinne, nun sei doch vernünftig. Ich kann dich hier wirklich gut als Hilfe gebrauchen. Willst du sie jetzt endlich freigeben, du geschniegelter Pinkel? Ja, ja, ja. Was, so schnell? Dann warst du wohl gar nicht ernst mit meiner Braut, was? Du! Ein Schlag, Wilhelm Rohwetter, und ich reiß dich in Stücke. Ich höre, hier ist plötzlich von Braut die Rede. Ganz was Neues. Ich denke, das versteht sich von selbst. Denken ist gut, aber sagen ist besser. So ein kleines Luder. Mich als Mittel zum Zweck. Moin, Karl! Morgen. Karl krank? Ja, im Krankenhaus. Ich mache jetzt den Job. Ein Brief, Frau Ölmücke. Aber Herr Hansen, das ist doch für Uhlmüller. Mein Gott, ja. Ja, oh, Verzeihung. Bitte. Halt, ich muss doch noch unterschreiben. Ach ja, Verzeihung. Nochmal Glück gehabt. Mensch, Hansen, was ist denn los? Karl Pieper liegt im Krankenhaus. In dem Alter keine Kleinigkeit. Ach so. Ja, aber warum ist die Sache denn noch immer nicht erledigt? Aber, warum so aufgeregt? Kollege Binsel hat ihre Angelegenheit an die Oberpostdirektion weitergeleitet, bevor er in Urlaub ging. Es wird nötig gewesen sein. Wenn Binsel was an die Direktion schickt, dann gehört es auch dahin. Das wird schon alles klar gehen, Herr Hansen. Dankeschön. Wenn Bimsel was an die Direktion schickt. Hanne! Ja? Mein dunklen Anzug aus dem Schrank. Na nu, ist jemand gestorben? Ach Unsinn, ich muss sofort in die Stadt. Unterwegs ist. Ich wollte nämlich zum Oberpostrat Buchendorf, aber der hat gerade eine Besprechung. So interessant. Ja, ne? Er lässt durchrufen, hat er gesagt. Wie geht denn sowas vor sich? Lautsprecheranlage. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Nee, Moment, bevor ich das vergesse. Was kostet der Kaffee? 35 Pfennig. Das ist ja billig. Bitte. Nee, stimmt. Millionen Mark kostet der Fernmeldeturm. Tolles Vergnügen, das Fernsehen. Nicht nur fürs Fernsehen, über den laufen Tausende von Ferngesprächen. Transatlantikkabel hat zum Beispiel eine Maximalleistung. Ist das nötig, wo doch Öl?
denn der Fernsprechverkehr hat in den letzten Jahren über 200% zugenommen und gerade hier in unserem Gebiet. Auch die Briefverteilanlagen arbeiten. Aber öllich bö. Und dazu braucht die Post Fernmeldetürme. Herr Direktor Dr. Kottenreuther, Herr Direktor Dr. Kottenreuther, bitte zum Herrn Schnell noch, was ist mit Ölle Böhmer? Später, später. Direkt aus USA. Na, da muss ja die Post etwas ganz Besonderes gebaut haben, wenn Sie sich so begeistern. Herr Hansen, zu Herrn Oberpostrat Buchendorf, bitte. Also nochmals, haben Sie noch eine kurze Zeit Geduld. Den endgültigen Bescheid bekommen Sie von Ihrem Postamt. So ganz umsonst war Ihre Reise nicht, mein lieber Hansen. Immerhin habe ich Sie kennengelernt und das hat mich sehr gefreut. So, Ihr Mantel, Ihr Hut. Dankeschön, Herr Oberpostrat. So, Sie finden raus? Jawohl. Auf Wiedersehen. Jo, jo, der Wein ist gut. Die braucht gar... Ruhe! Morgen wird die Post eingeweiht und Sönning muss noch was sagen. Sag ihm einfach, dass du nicht reden kannst und dann red los. Haben Sie schon mal was von Öli Böth gehört? Öli Böth? Keine Ahnung, was soll denn das sein? Ja, da reden die davon. Der Herr Oberpostrat, der war ja sehr freundlich. Aber die Anfrage eines einfachen Landzustellers, mein Gott, die landet irgendwo in den Akten. Tja, ich will mal noch einen kleinen Gang machen, rüber zur neuen Post. Ach Mensch, Hansen, ich hab's! Early Bird, das ist der Nachrichtensatellit, über den kann man nach Amerika telefonieren. Sehen Sie? Und ich daneben mit meiner Pensionsgeschichte. Abbrennen sollte man das Ganze. Ich kann nicht reden, keine großen Worte machen und schon lange keine langen Erörterungen. Mir ist die Gabe der Rede in die Wiege. Nicht in die Wiege, nicht in die Wiege. Ach Gott, nun hört doch auf, dabei kann doch keiner eine Rede halten. Ihr habt eure neue Post und Wilhelm Rohwedder, einen Sohn unserer Gemeinde, wird autorisierter Zusteller. Nun hat Herr Oberpostrat Buchendorf das Wort. Im Namen der Oberpostdirektion übergebe ich dieses neue Postamt seiner Bestimmung. Ganz besonders freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Hansen der Leiter des neuen Amtes wird. Eingedenk seiner langjährigen Tätigkeit als Posthalter und Zusteller dieser Gemeinde. Herr Hansen, ich gratuliere Ihnen.